Herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Das war so nicht geplant. Eigentlich war gar nichts geplant. Ich dachte mir nur, ich schieße mal drauf. Im Endeffekt möchte ich eigentlich hier hin. Aber... so, Vorratslieferung aus dem Flugzeug wahrscheinlich. Ne? Lass uns mal das Fahrzeug hier nehmen. Steig auf. Alles klar, gehen wir. Dann holen wir mal Bean. Was ist denn? Ich glaube, er ist Bean. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Wix-Unfall nennen sollen. Bitte hilf mir. Es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Okay. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ich brauche jemanden, der schnell rennen kann. Meine Knie sind kaputt. Erstmal gucke ich mich hier um. Denn hier gibt es ja ein paar Ressourcen. Mom tut ihr Bestes, aber sie kann Prosperity nicht allein aufbauen. Wir müssen ihr zur Seite stehen. Na gut. Oh, vielleicht hätte ich ihn damals nicht Wix-Unfall nennen sollen. Quatschen wir erstmal mit ihm hier. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol mein Business. Was denn noch? Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia Ehrenwort. Zur Farm, 300 Meter. Meine Speer hatten sowas wie dieses Zuspack noch nie gesehen. So. Vorher mache ich auch mal das hier weg. Unten gibt es noch einen Schatz. Auch gut zu wissen. Aber erstmal zur Farm. Die 300 Meter können wir auch zu Fuß laufen. Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. So, finde Richard, ist unser Ziel erstmal.
Lauf, Richard, lauf! Trage keine versteckten Waffen, ich schwöre es! Bitte tu mir nichts, ich bin offensichtlich unbewaffnet! Such dir jemanden, der angezogen ist! Wikipedia geht. Es tut mir leid, ehrlich. Ich will nicht nackt sterben. Hilf mir. Oh Gott, bitte hilf mir. Lauf. Lauf. Hilf mir. Oh Gott, bitte hilf mir. Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Ich brauche Hilfe! Hilf mir doch bitte mehr! Tritt den Bunker? Okay. Ich gehe zu einer besseren Stelle. Das hilft alles nix. Dann schieß doch, wenn du durch sie bürst. Die nehmen dir, das ist aber auch, ne? Die hält mich nicht für interessant. Nehmen wir glatt auch noch mit. Hier brennt auch schon alles. Ach, ich bin voll, ich kann gar nichts mehr plündern. Na gut. Dann mal 160 Meter hier durch den Wald wieder.
Na, hüpf hoch hier. Wunderbar. Papa hat mich immer gewarnt, dass ich zu gutmütig bin. Aber alles ist paletti. Eine Schlange hier. Ich würde ja klatschen vor Freude. Aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns. Und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Ciao. Einen Spezialisten haben wir. Vorsicht, das ist ein Bienenstock. Oh, die Bienen. Das ist nicht so meins. Da gibt's was zum Lesen. Der mit dem Auto weggefahren, ne? Das hätte ich gern genommen. So. Und was liegt denn als nächstes an? Wo sind wir denn überhaupt jetzt? Hier, mitten im Nirgendwo. Celine oder Grace Armstrong? Nehmen wir, nehmen zuerst Celine hier irgendwo im Wald. Das ist vielleicht um die Ecke. Und hier hätten wir auch schon eine nächste Mission von Thomas Rush. Wir könnten Schnellreise mal nach Hause machen. Hier im Fangzentrum gibt es noch was zu holen. Ach ja, hier gibt es die Zockerfarm. Ah, da sind wir ja vorbeigelaufen vorhin. Stimmt. Wir sind hier, geradeaus steht ein Auto, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg hier hin. Wir alle haben unsere Gründe, warum diese maskierten Wichser büßen sollen. Warum auch hier mitten in der Walachei ein Auto steht, das weiß ich nicht, aber das nehme ich gerne an. Wollen wir einsteigen? Okay, ich bin dabei. Wunderbar. Schlimmeres erlebt. 400 Meter noch, das müsste eigentlich so ein Außenposten sein, wenn ich mich nicht recht irren sollte. Über den erobern gibt es ja auch Ethanol aus der Erbauung. Dann das machen wir jetzt einfach nochmal schnell. Also ich sage jetzt vielleicht lieber nicht schnell, wer weiß, wie das nachher noch ausgeht. Jo, Außenposten, alte Schmiede, den holen wir uns jetzt. Unauffällig hupen natürlich. Wir kundschaften den erstmal aus. Ein bisschen. Der wird wahrscheinlich auch ein Alarmsystem haben, nehme ich ganz stark an. Die Markierung nehmen wir jetzt mal weg. Ja, hier vorne ist das der Alarmknopf. Treffe ich von hier aber nicht.
So, wo sind denn noch welche? Ich möchte den Vorteil noch kurz behalten. Okay, das war's. Was schießen denn zum Teufel hier? Da hinten ist noch einer. Das ist ein Mörser. Das ist ein Mörser, ja, ich wollte es gerade sagen. Ist das ein Mörser? Erwischt. Das ohne Alarm. Sehr gut. Was zum Teufel war das? 125. Bei keinem Alarm gibt es 25 extra. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Wir können das Ethanol gut gebrauchen. Jetzt hast du zwei Optionen. Du kannst den Außenposten behalten oder plündern. Die Highwaymen werden mit Verstärkung zurückkommen. Wenn du ihn dann ein weiteres Mal übernimmst, bekommst du allerdings mehr Ethanol. Dachte schon, es wäre aus. Tut mir leid, dass dein Empfang in Hope so beschissen war. Komm. Die Highwaymen essen alles, was vier Beine hat. Die haben schon Leuten Hunde weggenommen, um sie zu essen. Die halten sie auf einem Hügel. Ich kann sie manchmal jaulen hören. Du musst die Hunde retten, Captain. Okay. Ich mag mir noch nicht mal vorstellen, wovon wir die Highwaymen in dieser Schmiede abgehalten haben. Erste Hilfe-Set ist voll. Ach, hier oben sind die. Das ist die Nebenmission für die Hunde. Behalten wir uns auch nochmal vor. Haben wir den Posten, den Außenposten erobert, haben jetzt 200 Ethanol in der Base. Das ist schon mal gut. Kann ich jetzt auch ein paar Sachen demnächst mal aktivieren. Hier ist der nächste Außenposten und da oben ist der nächste. Okay, um Ecke. Und dann hier nächst gleich noch der nächste. Gut, aber ich würde sagen, wir holen uns das nächste erstmal Celine oben weg hier. Aber das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.